Ich finde auch dauernd Gummibänder. Und Hallöchen zurück. Und schon wieder Dietriche. Yeah. Ach, von hier kam er. Wir müssen noch, also da wo es nach oben geht, kann man noch hin. Boah, ich weiß gar nicht, die Hüte. Wir müssen hier auch wieder rauskommen. Das wird auch spaßig. Muss erstmal wieder rausfinden. Aber ich finde den, also ich finde den Bunker aber zu. Also tatsächlich alleine. Nee, echt nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, ist ja wirklich. Ja, es ist auch ein bisschen übertrieben. So viel Loot. Also, ich meine, selbst wenn du den Loot so eingeschränkt hast, dass du sagst, okay, also du musst wirklich viel looten, um irgendwas zu finden. Das ist es ja. Gehst du ja trotzdem mit übervollen Taschen hier raus. Also, ah, du ja, kannst also trotzdem nicht alles mitnehmen. Nee. Ich bin hochgelaufen. Oh, ein militärischer Köcher. Oh, aber in Schwarz, oder? In Schwarz. Wie, du bist hochgelaufen? Da, wo es hochgeht. Ach, ja, ich sehe schon. Moment, den repariere ich mir gleich mal. Wo ist er denn? Da reparieren. Hier im Bad warst du schon drin, ne? Wenn die Tür offen ist, bin ich da drin gewesen. Ich mache die Türen tatsächlich eher wenig zu. Ja, komisch. Wir wissen immer ganz genau, wenn du beim Händler gewesen bist, weil die Türen dann offen sind. Ja. Hallo, das ist mein Server. Hier kann ich die Türen offen lassen, wenn ich das möchte. So. Das ist, glaube ich, nur Kommandoraum. Ja. Hier musst du immer mal um die Umgebung gucken. Hier liegen gerne mal Handfeuerwaffen rum. Wie du meistens nicht siehst, was irgendwo unter dem Boden liegen. Hier kannst du mal hier durch. Wir haben erst einen von diesen Armory-Räumen leider gefunden. An diesen was? Da, die mit den Spinden, die da aufsperren mussten. Das sind so die guten Loot-Räume. So, brauch sie mal auf. Keiner da. Doch, keiner unten. Da. Doch, da kommt er. Schön. Alter! Ja, der hat eine gute Seeweste. Mach hinter uns zu, ne? Ja. Ja. Ich höre ein paar. Sehe ein paar. Gehst ja jedes Mal durch. Lauf, lauf, lauf. Hör zu, hör zu. Ist aber rechts von uns irgendwo. Ich würde noch einmal rübergehen. Mir geht jetzt bald auch die Munition. Na ja, gut, ich habe noch 20 Schuss in der Schrotze. Noch genug andere. Ich würde jetzt nochmal rechts rum, glaube ich, gehen, dass wir nochmal so ein Ding am besten finden und dann aber wieder raus, glaube ich. Ich würde auch einen anderen Bunker nehmen. Der Bunker ist zu krass. Ja, der ist halt sehr groß. Ja, aber dass hier die ganze Zeit die Zombies respawnen, ist halt schon. Und wir sind jetzt auch seit 2 Stunden hier drin. Komm, explodier. Waren sogar 2. Voll der. Ich hab dem schön ins Ohr geschossen. Ah, Tür zu, Tür zu. Ja, ja. Hinter dir ist Platz. Ja, der Sprengzombie kommt gerade an die Tür. Das Sprengzombie hochgerannt. Der steht vor der Tür. Aber du hast doch gesagt, hinter der Tür sind wir sicher. Ja, ja.
Aber wenn du nicht reingehst und die Tür auf ist und er zu uns hinläuft, sind wir tot. Aber ich stand hier und deshalb habe ich gesagt, hinter dir ist Platz. Okay. Du musst nur zurücklaufen. Ich war in Panik. Ja, ich merke das. Ja. Der Hallo Äffchen! Ich das vielleicht so machen. So. Und so. Und so. Ich versuche mal zu stapeln. Also du kannst Munition und so weiter kannst du stapeln. Jetzt. Aha. Geht doch. Achso. Da lebt nur einer. Irgendwo in dem, hinter dem Haufen da. Hinter der Tür ist einer. Ja, ja, sag ich. Jetzt nimm mal. Gib mir mal, komm mal raus hier und gib mir mal Deckung. Das Exit aber nur. Hä, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ah, hier. Komm hier rein. Komm, komm, komm. Hör zu. Rat mal, was ich gefunden habe und ich hoffe, da AWP, AWP in Green. Und hier liegt nur Handfeuer, weil ich habe keinen Platz mehr. Schon wieder eine Block 21. Ja, dafür habe ich aber auch keinen Platz mehr. Vor der Tür steht schon wieder einer. Hier? Ja, hier an der Tür. War gerade eine Hand durch die Tür. Unglaublich. Ich glaube, wir gehen wieder, oder? Meine Taschen sind voll, tatsächlich. Und jetzt haben wir nochmal diesen Armory Room gefunden. Warte, lass mich noch looten. Loot, 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 loot. Oh. Das klingt aber mehr als ein Äffchen. Nur nicht vor unserer Tür. Ja, sonst wird es ja piepsen. Richtig. Warte mal, vielleicht kann ich den abknallen. Nein, mich bitte nicht ab. Nein, nein. Kannst du mal bitte deinen Kopf nochmal durch die Tür stecken? Das ist aber nur der eine. Da schießen wir Schlüsselloch. Hier, sonst ist ja hier nichts weiter. Weiß nicht. Wenn ich seine Hand treffe, macht das, glaube ich, nicht so viel. Okay, warte mal. Ich fange mal an, Hüte rauszuschmeißen. Okay. Hast du ja alles durchsucht, ja, oder? Ja. Ich mach auf. Mir ist irgendwie unwohl, wenn du neben mir ballerst. Oh. Nein, da. Hör zu. Ihn durchsuchen. Durch sein Bein. Dann mach das. Ich habe Angst, dass ich aus Versehen die Tür aufmache. Ja. Alter, wie viele sind das? Ich habe echt kein Wir gehen jetzt wieder. Was denn? Das Bein, ey. Das backt sich durch die Tür, der Fuß. Was? Ich sehe bei mir nicht. Er wandert. Okay. Eine weiteren Fragen. Jetzt zuckt er im Synchron zum Piepen vom Äffchen. Bei mir liegt er einfach nur da. So wie wir die Lust in Bugs. Ja, ja, die können mal aufhören. Und er wirklich synchron. Alter, oh wow. Zwei. Nice. Das nicht dein Ernst war. What the fuck? Scheiße. Warte mal. Nee, die geht nicht auf. Toiletten. Innenräume. Nicht.
aufmachen? Häppchen. Ah, okay. Brauchst du mit so einem Schal? Nö. Pack ich mir den noch mit ein. Komm, wir gehen. Ich hab die Tasche voll. Denn, wo der Ausgang ist? Ungefähr, ja. Warte mal, das hier haben wir aber noch nicht gelootet. Guck mal durch die Tür. Noch ist hier keiner. Nimm den mit. Meine ganzen schönen Aufladungen. Ah, das ist eine Hand. Ja. Da ist eine Hand vor der Tür, ne? Ja, ja. Ich hab nicht getroffen. Frag nicht. Ja, warte, ich nehme jetzt die Schalldämpfer. Ne, ich nehme nicht die Schalldämpfer. Weil ich meinen Schrotflinte sonst hier hinlegen. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich muss die Schrotze in der Hand nehmen. Das passt schon. Okay, wir müssen auf jeden Fall runter. Sind wir durch die linke oder durch die rechte Tür gekommen? Wir sind durch die hier, oder? Ich hoffe. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Ja. Da ist der Dings-Room. Waren wir hier schon drin? Oder geht's hier raus? Oh. Alter! Ich hab den nicht gesehen. Wie du einfach läufst. Ich hab den weder gesehen noch gehört. Ja, der dich aber auch nicht. Ja. Er stand so hinter der Tür so. Was will der? Warum ich mich erschrocken, ey? Oh, shit. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Aber das war die richtige Tür, oder? Du machst, weil du die Tür immer zumachst, meine Orientierung ist, immer tatsächlich die Türen. Ja, wir sind durch die falsche Tür, glaube ich. Hä? Bist du ja sicher? Wir müssen durch die. Doch, wir müssen durch die. Ja, wir müssen durch die andere Tür. Ich mach die Tür wieder zu. Nein! Shit. Nein! Ich hab keine Munition! Au, 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 au! Au, au, au! Meine Waffe reagiert nicht. Also ich lebe noch. Ich auch. Gib mir Deckung. Ah, C1-Blutung. Okay, ist egal. Gib mir Deckung. Meine Schrotflinte. Ich hab einen Katana in der Hand. Ja, meine Schrotflinte wollte nicht mehr. Alter, stehen da viele. Nicht mehr schießen. Also ich glaube, das war die falsche Türe. Das ist die richtige. Ich muss jetzt auch mal gucken. Ich blute auch ein bisschen. Dann geht's so. Das ist die richtige Tür. Okay. Bin ich sicher? Hast du, lad mal deine Magazine voll, wenn du noch nicht vollgeladen hast. Ja, warte. Ich nehme jetzt die andere Waffe. Warte. Okay. Ich stelle mich hier seitlich. Du ballerst rein. Und ich mache die Tür wieder zu. Ja, okay. Hast du alle? Ja, ich glaube, das waren alle. Alter. Das ist die richtige Tür. Ich will hier raus.
Ich höre Äffchen. Jetzt, oh, jetzt wo wir gehen, ist der Soundbug weg. Hier ist der Ausgang. Alter. Ich brauche erstmal Ausdauer. Bin voll gepackt bis oben hin. Wer will zuerst? Mach du es mir vor. Okay. Beim Rausgehen bin ich nämlich immer sehr schlecht. Okay, es kann sein, dass der von oben auf mich schießt. Dann läufst du einfach weiter durch den Zaun, weil links ist ja auch noch einer. Ich mach jetzt erstmal die Tür auf. Stopp, stopp. Wenn ich die Tür aufmache, kann es sein, dass da Zombies stehen. Ja, einen Moment. Wir laufen nach rechts, ne? Wir laufen nach rechts. Von da, wo wir gekommen sind. Ja, richtig. Laufen wir direkt hinters Haus oder laufen wir direkt durch den Zaun weg? Wenn der nicht auf die schießt, kannst du in dem Haus stehen bleiben. Wenn er auf die schießt, rennt durch den Zaun. Du hast übrigens eine Waffe auf den Boden geschmissen. Das ist nett, dass du das sagst. Dankeschön. Nicht, dass du sie liegen lässt. So, ich mach jetzt die Tür auf. Wenn jetzt Zombies kommen... Ja, schön. Ja, okay. Ist Nacht? Nee, doch, es ist Nacht. Moment. Oh, nein. Ach so, ja. Atmen. Es ist hell. Wobei das schon ein bisschen schade ist, ne? Ja, muss aber es ist, du siehst echt nichts im Stream. Das ist, ich hab tatsächlich eine Folge, wo ich nachts mit dem Auto durch die Gegend fahre. Das ist wie wenn ich schwarzen Bildschirm aufnehme. Das ist halt völlig sinnfrei. Nur Zombie in unser Haus. Okay. Wir müssen doch nach rechts, ne? Ja, wir müssen nach rechts. Ich laufe vor. Wenn ich weggesprengt werde vom Sprengzombie, räche mich! Wobei, er sprengt es ja. Ja. Mach ich aber so, warte mal, ich will mal ganz kurz wissen, wie weit er da wegrennt, dass ich weiß, wann ich loslaufen kann. Ich weiß nicht, ob der mich das. Weil das eigentlich zeitlich reicht. Okay, ich probiere es. Jetzt gleich dann. Okay. Guten Tag. Hier ist niemand drin. Es kann sein, dass ich gleich wieder zurückkomme. Wenn er anfängt, auf mich zu schießen. Das wäre schlecht, dann ist er getriggert. Ich bin in meinem Haus. Ich habe nicht getriggert für dich. Nur für dich. Ja, vielen, vielen Dank. Warte, bis ich ganz weg bin aus dem Zaun. Nicht, dass ich ihn noch irgendwie... Ich sag dir gleich, wenn du los... Oder wenn du dann bald los kannst. So, dann trigger ich nämlich den oberen auch nicht. Okay, ich bin ganz weg, du kannst. Sobald du möchtest dann. Okay. Ich gehe schon mal zum Auto. Kann er eh nicht helfen. Nice. Ja, es ist so. Was will ich machen, wenn der auf dich schießt? Mich in die Schussbahn werfen. Ja, ist schon okay. Ja. Wenn er auf dich schießt, schießt er auf dich. Ich hab's schon. Julio! Ah. Kann ich den ins Auto packen, wenn ich drin bin? Ja. Cool. Ich würde sie jetzt so gern sehen. Ist das ein Loch? Nein! Alter, ich sehe es nur raushüpfen. Ich sehe es nur groß raushüpfen. Alter, ich besitze schon im Auto. Ja, nice. Na gut, jetzt bist du weg, weil du hinterm Felsen bist. Na gut, dass du zuerst gegangen bist. Einen Moment. Steig ein, wir können was gleich. Ich muss die Knarre. Ja, sonst lasse ich die Knarre liegen. Achso. Scheiße. Dann ziehst du einfach ganz unten ins Auto. Warte. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Was machst du denn hier? Guten Abend. Na, habt ihr den Bunker leer geräumt? Nö, nicht wirklich. Wir haben... Wie viel waren es zum Minimum? 150. Ja, vielleicht waren es auch 50.
Ne, das waren weit. Allein vor der Tür waren gerade 10 gelegen. Vor der letzten Tür. Das waren weitaus mehr. Die VHS gefällt mir. Die ist schön. Die ist schön schnell. Vielleicht benutze ich die mal öfter jetzt. So, jetzt zum Händler alles verscherbeln. Oh, der Bunker, da gehe ich nicht. Nee. Da gehe ich alleine nicht rein, das ist ganz knicken. Es macht. Ach. Es ist halt viel zu. Es ist viel zu groß. Ja. Julio, erinnerst du dich an unseren Bunkerausflug, wo ein Äffchen war? Mhm. Wir hatten bestimmt jetzt 15 Äffchen oder so. Ja, aber nur 50 Zombies 15. insgesamt, die wir getötet haben, natürlich. Finde den Fehler. Hallo? Das ist total legitim, was ich hier erzähle. Boah, war druckelt das hier. Ein bisschen noch. So, da komme ich auch mal rein. Dann schau ich mal, was ihr so macht. So. Wir verkaufen jetzt. Ja, verkaufst du erstmal dein Zeug, ich mein Zeug, dann gucken wir mal, was rauskommt, oder? Finde ich nicht gut. Wer was behalten will, red mal drüber. Ja, warte, ich muss irgendwas runterstellen hier, das geht gar nicht. Das ist aber auch nur beim Händlern, ne? So. Ich mache jetzt alles auf Low, weil... Bei mir geht's. Also bei mir ist es nicht so schlimm. Nee, selbst auf Low ruckelt es. Ich habe auch echte Probleme beim Händler ewig. Also es geht gar nicht irgendwie. Ja. Aber es ist ja nicht vom Server, sondern es ist vom Spiel, weil im Singleplayer habe ich auch Probleme beim Der Server, bei mir, ich habe keine Probleme, also es kann nicht der Server sein. Bei mir geht's auch. Hier, meine neue Badass. Eigentlich will ich gar nichts verkaufen. Doch, die Block könnte ich verkaufen. Entschuldigung, Platz, ja. Fett. Danke. Doch, PP, der Server ist schuld. Immer der Server ist schuld. Ja, das Server ist schuld. Ich weiß. Das ist der Server schuld. Wer stellt denn das in Frage? So. Spack mal aus. Die ganzen 2 Millionen Schlösser, die ich habe. Was kostet denn jetzt bitte 4.000? Hast du 4.000 oder was? Die Munition? Ja. Das ist sehr teuer, ja. Also das ist echt. Ich werde die Munitionspreise. Ich werde die Munitionspreise runterregeln. Dass Maximum 2.000 rauskommen, weil für die A82 kostet 10 Schuss 38.000. Das ist. Ich meine, du kannst zwar ein richtig gutes Geschäft damit machen, die zu verkaufen, aber zu kaufen ist echt Wer verkauft denn bitte schon Munition? Ich brauchte die Munition nicht und das Geld brauchte ich mehr, dann habe ich halt lieber das Geld genommen. Ich habe eine Schachtel 50 BMG panzerbrechende Munition für 4.316 $. Kaufen oder verkaufen? Ich verkaufe das. Obviously. Ich habe die Waffe nicht, ich brauche keine 50 BMG Munition. Selbst wenn, es wäre nur eine Schachtel. 50, was? Das ist nicht Granat? BMG. Granatwerfer? Ich glaube, das ist die ich brauche. Kann das sein? Warte mal ganz kurz, bevor du die verkaufst. Warte, du mal lieber nichts gesagt, Sandra. Warte. Nee, die 2000 gibt also ich dir. Die Munition kostet 38.000. 50 BMG, die brauche ich. Ich geb dir die 2000. Kein Ding. 4000. 413,16. Ja, die gebe ich dir von 400... mir aus auch. 4.316. So. Gib ich dir von mir aus auch. Macht der hier einfach die Hälfte draus? Ich glaube, zack. Gib dir die 2.000. Vor uns ist ein Airdrop. Komm mal mit, wir looten schnell einen Airdrop. Vor uns ist ein Airdrop. Ja, das, warte mal. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Der ist ein Katzensprung. Ich habe keine Maus. Ah. Den habe ich schon gelootet. Kann nicht sein, der kommt gerade erst. Ich bin nur der Staubsauger-PP. Ich kann eh nichts aufmachen. Aber ich? Ah, ich habe einen Bogen rausgeschmissen. Nice. Aber das Geile ist, du kannst ihn, auch wenn er außerhalb des Fahrzeugs ist, einfach wieder rein. Auto. Ja. Das ist die für die riesenkrasse Waffe. Die Munition. Aber Munition, ich werde das in den Preis runterregeln. Hoffe ich, dass dein Auto so wenig Gesundheit hat. Meins, warum? Ach, nur so. Weil ich gerade angehängt bin. Ja.
Achso, nee, das sieht bei dir anders aus. Ich bin nur ganz leicht daran geschrammt, das hat nicht mal. Ja, genau. Ja, natürlich. Bei mir so. Bäh. Warte, kann gucken, wie viel haben wir? Immer noch 49%, also bitte. Ah, einfach. Sandra, wer ist der bessere Autofahrer? Ich. War doch du. Boah, ich hab das Polizeiauto. Sah aber auch recht ramponiert aus. Ja, selbst mit 100% sieht das ramponiert aus. Es qualmt wenigstens nicht. Ne? Wir haben aber die Devs haben in der Roadmap geschrieben, dass sie vielleicht einführen wollen, dass man die Autos waschen kann und ja, das wäre schön. So. Ja, das wäre schön. Und ich hätte wirklich gerne, ja, Blaulicht. Das geht nicht? Nein. Falsch, ja, das ist falsch. Soll ich mal treffen, Pippi, dann zeige ich dir mal was. Na denn? Ah, das wirst du schon sehen. Julio, wenn du da jetzt hinfährst und uns umbringst, ne? Wir haben Waffenstillstand. Außerdem sind wir in einer Waffenstillstandsverhandlungs... weiß ich nicht was. Basis. Irgendwas. Irgendwas Neutrales halt. Rikers die Schweiz. Genau. Links von uns ist es übrigens ein Gefängnis. Wo ist denn jetzt die Waffe? Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Ja, da war ich schon drin im Gefängnis. War lustig. Für fünf Minuten. Und als ich reingelaufen bin, sah das aus wie bei The Walking Dead im Gefängnis. Das wirklich, ich schwör's euch, die haben das so gebaut. Klar haben die das so nachgebaut. Das haben die öfter schon gemacht. Es gibt auch ein Halloween-Haus und so weiter, was an Halloween im Film angelehnt ist, soweit ich weiß. Lauter so Zeug. Wart ihr nachher wieder nach Hause gleich oder so? Ja. Dann brauche ich ja nicht zu euch fahren, dann kann ich ja einfach hier warten. Nee, warte ruhig, wir sind bald wieder da. So, ich könnte ja auch mal Sachen in... Ja, ach, ich habe keinen Platz, ich brauche erstmal Platz. Du hast das Auto verschlossen, ich kann nicht mehr rein. Ach so, ja. Ja, warte. Jetzt geht's wieder. Wie viel brauche ich? 6, 4, 5. Jetzt brauchen wir nicht mal runter. Er kommt eh erst runter. Achso, ich muss mein Dings da. Kann ich das nicht direkt in die... Aha. Rein. Alles kann da rein. In meinen Rucksack. Ah ja, der ist noch nicht mal rum. Mein wunderschöner Rucksack. Rucksack. Und Sack. Sack. Achso, brauchst du jetzt noch einen Schraubenzieher? Den einen, wenn du hast, ja, gerne, hab. Weil, dann hol ich den wieder raus. Tatsächlich. Halt, du hast übrigens alle deine Dietriche hier liegen lassen, ne? Das ist dir bewusst, oder? Ach ja, das mache ich gerne. Das ist so ein Tick von mir. Ich stelle immer Dietriche her für die Umwelt. Nee, ich komme schon. Für die Umwelt. Ja, ich hoffe, dass da ein Dietrichbaum wächst. Ja, kannst du auch den Schraubenzieher nehmen. Hast du nur einen Schraubenzieher genommen? Wenn du glaubst. Selbst ich habe 8 gelootet. Du hast alles weggelootet. Du bist immer vorgelaufen. Gar nicht wahr, wir haben uns teilweise aufgeteilt, links und rechts. Wie kann ich da vorlaufen? Ja, bei mir war aber nix. Bei mir war nichts. Ah, ist der jetzt unten? Ja. Ich kann ihn nicht da... Ach, so kack. Naja, egal. Also, Julie und ich machen das immer so. Julie macht auf, ich loote. Ich bin dafür, wer aufmacht, lootet auch. Ja, dann, ja. Nee, du kannst ruhig auch looten. Ist ja nicht. Ich kann ja nicht aufmachen. Wassermarsch. Jessica, es tut mir sehr leid. Ich habe gerade nichts zu trinken hier. Ich kann leider nicht trinken. Ich schon, bei mir ist auch viel cooler. Auch sagt's kein. Ne, bei mir war sehr spannend. Vor allen Dingen, weil ich nicht in Panik verfallen bin, ja. Guck mal hier, Jessica, ich trinke Energy. Bis auf das eine Mal, wo die 20 Zombies vor der Tür standen. Das sind Zombies. Ich fange auch mal das Stream an. Vielleicht wird's ja was. Hast du eigentlich schon mal gestreamt mit der neuen Grafikkarte? Nee, nur Videos aufgenommen, aber ich glaube, die nutze ich nicht. Okay. Ah, er ist bald unten.
Ich bin nämlich, ich habe Scum aufgenommen, das Singleplayer-Dings, wollte ich als Display machen. Cool, da kommt es rum. Hab einen schönen Traktor gefunden und den direkt in den Baum gesetzt. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wow. Passiert. Ja, Jessica, das geht jetzt aber nicht. Ich habe jetzt nichts hier. Es tut mir sehr leid. Muss was holen gehen. Nee, ist nicht. Vor allem, ich sag noch so in dem Let's Play, ne? Ja, ich habe die Zombies auch noch mal ein bisschen hochgestellt, ne? Was finde ich in den ersten 3 Folgen nicht? Keinen einzigen Zombie. Das glaubt mir doch kein Schwein. Die Aufnahme kann ich nicht nutzen. Das ist allerdings richtig. Aber ich habe die wirklich hochgestellt. Normal sind ja 64, oder? Die musst du Multiplikator hochsetzen. 64 ist die maximale Anzahl, die spawnen kann in der Welt. Du musst den Multiplikator hochsetzen. Ja, und wo ist das? Ach, du musst mir das mal in Ruhe erklären. Irgendwann mal in einer ruhigen Minute. Dazu wird es noch ein Video geben. Das ist schon mal gut. 15? Warum? Weil ich die Zeit runtergestellt habe, weil 20 viel zu lang ist. Oh, eine Handgranate. Aha. Aha. So, den kannst du aufmachen. Wen? Den hier? Der offen ist. Ja. Was war drin? Alkohol. Euch schon. Ja. Ja. Alkohol. Das ist das Sinnloseste. Oh, es gibt gut Geld. Alkohol gibt fast keine Kohle. Ja, sicher. UMP-Magazine. Mhm. Warte mal, was drin ist. Geil. AWP? Nee, warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, welches ist ein hübscher. Ah, ist das gleiche, oder? Ja, es ist exakt das gleiche. Ein Katana. Hier. Hast du Platz dafür? Ja. Sonst nix. Ja, warte, ich mache ja noch. Haben wir jetzt alle, ja, oder? Nachtsichtbrille, ja. Die können wir verkaufen. Kohle. Wir haben alle, oder? Was hast du jetzt gemacht? Wo bist du? Ich bin rausgeflogen. Hä? Du bist vor meinen Augen verschwunden. Ich habe schon wieder die Nachricht, dass ich gekickt worden bin und ich bin nackig. Das hatte ich auch schon. Ich bin ins Admin eingetragen, also. Was passiert? Ja, ich weiß, dass du mich nicht kickst, aber also ich wurde bis jetzt ja noch nicht gekickt, ne? Also ich würde es nur mal anmerken. Ja, aber das ist bestimmt schon zum vierten Mal passiert. Und jedes Mal, ich schwör's dir, jedes Mal, wenn ich in einem Airdrop drin bin, kommt diese Nachricht. Sie wurden gekickt. Das erste Mal war ich richtig. Oh mein Gott. Oh Gott, das hört sich an, als wäre es gerade explodiert. Nee, 13 Minuten. Ist es aber nicht. Bin ich live gegangen, ja. Aber hab das Mikrofon gar nicht angeschlossen. Ach du heiliger Scheiß. Einmal mit Profis. Du liebes Lottchen. Ahahaha. Ich bin schon mal beim Auto. Euch kann man aber hören. Ihr könnt mein Stream jetzt Hallo sagen. Oder. Hallo, Stream von Riker. Das Nachtsichtgerät hast du aber mitgenommen. Das habe ich mitgenommen. Ich würde es verkaufen, ja, okay. Auch. Weil ich habe auch eins. Also. Da teilen wir die Kohle dann. Ja, ich hatte, nur weil ich das gerade eigentlich schon im Inventar hatte und dann bin ich aber rausgeflogen und jetzt hatte ich es nicht drin. Nicht, dass das verschwunden ist. Hallo? Tja, wo hast denn du jetzt geparkt? An der Straße. Ist das jetzt hier auch? Kann man mich auch mit dem Mikrofon hier hören? Ja, ich höre dich. Hört ihr mich? Ja, alles klar, super. Ja, wir hören dich. Klappt das. Sehr schön. Mir ist schon klar, dass PP gerade aufnimmt, ne? Für YouTube. Und sagen. Scum, also das erste Video hat über 1000 Aufrufe bereits. Also Scum wird gut geguckt. Ja, sehr schön. PP, ja. Wo ist die Straße? Es schaut auf der Karte. Oh, what the fuck? Okay, so, habe ich noch irgendwo Leuchtfackeln? Wenn ich Leuchtfackel habe, werfe ich die. Oh, guck mal, ich habe eine Leuchtfackel. Ich werfe dir eine Leuchtfackel sogar hin. Nicht. Ja! Wo ist denn hier 3? Jetzt ist alles weiß. Wo ist jetzt die Leuchtfackel hin? Oh, ich hasse Schnee. Nein, eigentlich liebe ich Schnee. Da ist die Straße. Ist die Leuchtfackel hingetroppt? Ich habe hier auf die 2 gelegt und jetzt ist die Leuchtfackel weg. Okay. Keine Leuchtfackel mehr werfen, sie ist weg. Keine Ahnung. Okay, ich bin an der Straße, aber ich glaube an der falschen.
Was? Ich bin ganz nicht verlaufen. Das waren 10 Meter. Jetzt die du kein reinlaufst. Auto. 10 Meter, die du reinlaufst. Ich finde nur die Leuchtfackel nicht mehr. Das ist strange. What the fuck? Hi, Flo. Ach so, vielleicht. Vielleicht da? Das kann doch nicht so schwer sein. Warte mal, wo ist der Norden? Da ist Norden. Müsste ich eigentlich. Hä? Wenn ich aber dich, wir kamen doch von da. Wir machen es jetzt gleich so. Du drehst dich jetzt einmal und ich gehe weg und dann gucken wir mal, wenn du in den nächsten Wochen wieder zu Hause bist. Du hast gesagt, zur Straße laufen. Ja, die Straße zum Auto ist lang halt. Hier. Ja, zum Auto halt. Ich weiß doch nicht, wo das ist. Jetzt muss ich hier die Straße ablaufen, um das Auto zu finden. Lauf Richtung Gefängnis. Ja, okay. Alles klar, das ist eine gute Idee. Weil hier ist es auch nicht. Alter. Erzähl's bitte keinem. Ja, kannst du nicht die Straße entlang fahren? Mach ich doch. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Bist du vor dem Gefängnis? Ja, an der Straße. Du siehst mich doch auf der Karte. Nee, ich sehe dich nicht auf der Karte. Wow. Hast du eine kurvenreiche Straße? Ja, hier sind sehr viele Kurven. Hä, wo bist du lang gelaufen? Ach, du bist da unten, oder was? Bist du nach da unten gerannt? Bist du einen Berg runter? Anscheinend. Ja. Dann lauf ich die Straße. Ich höre das Auto. Dann lauf die Straße. Ich höre also, hier ist ein, ja, hier ist ein Jägerstand. Ich kletter nochmal die Jägerstand hoch. Vielleicht liegt da noch eine Waffe. Ich würde dich sogar mit der Waffe erschießen, weil ich glaube, damit tut mir der Menschheit eingefallen. Ja, aber woher soll ich das denn wissen? Was den Orientierungssinn zumindest angeht. Das ist ja der Wahnsinn. Aha. Hier ist alles weiß. Das ist, ja, ja. Okay, hier liegt Metallrohr auf dem Ding. Ja, im Stream. Klappt das nicht so ganz. Ich sehe schon, ja. Das ist ja nur, wenn du gerade eine chirurgische Arbeit durchführst oder so. Dann müssen wir hier nochmal reinschneiden, irgendwie. Ah, zum und Baby ist unter den Erdungen und S-Kurve. Jessica, vielen Dank. Ich komme nicht mal ab. Oh, bleib mal auf der Straße. Ich habe doch gesagt, hier ist eine Kurve. Oh, hier sind lauter Zombies. Bring mal Zombies vielleicht mit. Was ist das? Wie kann man sich so weit verlaufen? Mach mich nicht tot. Warte, hallo. Lass mich schnell wenden. Ich wende nur. What the fuck? Wir müssen da Entschuldigung, ich will nicht da runterfahren, wo du hin möchtest. Ja. Ich würde gerne nochmal zum Händler weiterverkaufen, danke. Ich hätte auch zum Händler, ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Genau, ich hätte so lange verkauft. Und keine Ahnung, Kaffee getrunken, Schnitzel gegessen und, keine Ahnung, mein Leben gechillt. Mein Auto kaputt gemacht. Ach guck mal, der Zombie ist gestorben. Die dünnen Zombies sind die coolsten, wenn die ab und zu hoch springen, sterben die einfach. So, und hier stand's Auto übrigens. Hier. Wie kann man sich so weit verlaufen? Der Airdrop ist 10 Meter weiter. Ich bin halt in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Ja, hier ist alles weiß. Hier sieht alles gleich aus. Ich hoffe, es war okay, dass ich deinen Standort verraten habe. Jessica, wenn ich jetzt gestorben wäre, wärst du schuld gewesen. Das weißt du, ne? Alter, ist dir klar, ne? Schriften. Entschuldigung. Soll ich den Fuß wieder reinnehmen? Ja, bitte. Okay. Ich weiß jetzt sogar, dass es rechts umgeht, weil ich hier schon war. Wow. Ja, ich habe hier nämlich Autos gesucht oder Fahrrad habe ich dann irgendwann gefunden gehabt und den kompletten Berg mit dem Fahrrad hochgeeiert. Im Schneegebiet. Im Schneegebiet, war wunderhübsch. Ja. Mal sind wir nicht süß. Ich habe voll lange Haare. Übrigens, ich glaube meine Haare sind gewachsen. In-game. Wo ist die blöde Brücke? Seht ihr, wer gerade on ist auf dem Server? Nein. Leider nicht.
Wenn ich das könnte, dann würde ich das... Gefahren. Jetzt dürfte man es gucken können, glaube ich. Es liegt zwar immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so stark. Was ist vorbeigefahren? Ja, voilà. Brücke hat nicht geladen. Ich muss da mich mal mit dem PP auseinandersetzen, ob man da oder Sandra, weiß ich nicht, die mich da beraten. Weil wir nicht ruckeln, oder was? Ich habe ja da schöne YouTube-Videos, die du dir einfach angucken kannst. Ja, das frisst ja auch Zeit, mir das anzugucken. Das frisst wenn ich sie Zeit. Wenn ich sie erkläre, auch. Och, nö. PP, hast du nicht gesagt, zu 5% kann Gewitter kommen? Ja. Bist du dir sicher, dass es 5 waren und nicht 50? Ja, 5. Es ist ständig Gewitter. Es gewittert gar nicht. Hier ist kein Tropfen. Wo siehst du ein Gewitter? Ja, guck mal hinter dir. Da kommen schon die ganzen Wolken. Oh, jetzt hab ich... So, ich habe jetzt 1200. Das ist eigentlich Zeug, was ich im Bunker gefunden habe. Alles andere, was ich jetzt verkaufen würde, wäre mein Zeug. Wie machen wir's? Ich kann dir sagen, was ich habe. Und dann kannst du sagen, was du haben willst. Die Munition habe ich ja schon reingemacht. Ich würde dir alle Schlösser überlassen, wenn du möchtest sogar. Ja, willst du den Alkohol haben? Absinth, ja. Nee. Kikmovaka. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Und Katana von gerade? Das würde ich nicht verkaufen. Wenn dann... Ja, ich würde es auf jeden Fall, ich würde es behalten, also ich würde es jetzt nicht verkaufen. Also willst du es haben? Wenn du es nicht brauchst, ich nehme es auf jeden Fall. Also zum Verkauf wäre es auch viel zu schade. Ich sag mal so, ich würde es nicht verkaufen, ich würde es behalten. Ja, dann behalt's. Dann herzlichen Glückwunsch, ja, Sie haben ein Katana. Nummer 2. Das Nachtsichtgerät bringt mir nochmal 1800. So, was habe ich denn da jetzt alles drin? 1200. Ich habe eine HS9, die will ich aber tatsächlich auch behalten, weil ich so viele Magazine habe. Und ansonsten habe ich nur Schrott eigentlich. Das Objektiv, ich habe ein Objektiv. Ich habe 3 Schuss von so komischer Munition. 6 Schuss. Leichtspurgeschoss, Kaliber 30-06. Hüte. Hüte, ich verkaufe mal die ganzen Hüte auf jeden Fall noch. Du kannst einen Armierungseisenschneider haben. Verkauf den, da teilen wir den Kohle. What's up? Brauche nicht. Wo kann ich den verkaufen? Ja, bei General Goods, glaube ich. Guns okay. Come unloaded. Security reasons. Die Hüte kommen weg. Den Kompass würde ich tatsächlich behalten. Die würde ich auch behalten. Hier ist auch noch so ein blöder Hut. Hier ist auch noch ein Hut. Armierungsschneider-Dings. Und eine Säge. Kannst du auch verkaufen. Wenn du so eine brauchst. Ich hab ja, ich behalte die. Siegen mehr habe ich eigentlich nicht. Ernsthaft? Ja, ich habe nicht viel gelootet. Merk's. Da war nicht viel. Hausfloh, Hallöchen. Saloon, hier ist General Goods. Lass mal ein bisschen tiefer machen hier. Die da rein tun. Die passt da nicht rein, aber das ist nicht schlimm. So. Generalgut. Ah, jetzt habe ich mein Geld natürlich nicht dabei, sonst hätte ich mir noch so ein Repair-Kit gekauft. Für 9000? Das ist so viel Kohle? Hä, das kostet doch nicht 9000. Waffenrepair-Kit? Achso, Toolkit meinst du? Toolbox. Ja, fürs Auto. Achso, nee, das ist 2000. Aber die Waffenrepair-Kit kostet 9000. Ja, es gibt jetzt nicht so was viel. Was war denn eigentlich noch im Airdrop drin? Hast du da noch irgendwas gefunden, was sinnvoll ist? Nö, oder? Nö, das war nur der Alkohol. Den Rest hast du doch genommen. Nee, ein Ding hast du, glaube ich, noch gehabt. Achso, die Nachtsichtbrille war noch drin. Katana. Das Katana. Irgendwas OMP-Dings, der Alkohol. Genau, die Munition. Oder die Magazine mit Munition. Alkohol, stimmt, der Alkohol war noch drin. Blecheisen kann auch noch weg. Den Köcher würde ich behalten. Der Bogen kann auf jeden Fall noch weg. Der Vorschlaghammer kann auf jeden Fall noch weg. 4000 habe ich jetzt einsteckt.
habe noch 3000 daheim. Oh, auch fast 10.000. Oh. Welcome, welcome. Achso, den Bogen kaufst du wieder nicht. Den Vorschlaghammer kaufst du doch, oder? Was, du kaufst den Vorschlaghammer nicht? Wieso kaufst du den Vorschlaghammer nicht? Uhu! Schraubenzieher bringt übrigens 50, wenn er 3 aufläuft. Das ist gar nicht schlecht. Ah, eine Handgranate war noch drin in dem einen Ding. Irgendwo. Ich habe auf jeden Fall noch eine Handgranate. Willst du die? Nö. Ich finde Handgranaten werfen unglaublich schrecklich in dem Spiel. Das nicht. Gerade werfe ist in dem Spiel echt strange. Ach so. Hallöchen. Hallo. If you're trying to rob the police, I guarantee, hier willst du die Hälfte vom Geld haben? Gerne. Ich glaube, ja. Also. Cool, da steht 0,0 Kilogramm wiegt das Geld. 517 bringt der Vorschlaghammer. Ja, 300? 322? Ja. Ernsthaft? Hast du gar nichts gekauft? Ich hab nichts gelootet. Wie teilt man Geld nochmal auf? Du musst da drauf und dann mit Rechtsklick auf Teilen und dann ist in der Mitte im Bildschirm, wo du auf Teilen klicken musst, ah, und dann geteilt. Ach so, warte mal, den Alkohol kann ich noch verkaufen. Ich glaube, da ist sogar fast zu viel Kohle. Ja, wobei das... Ziehen wir mal noch Kürbis rein. Guten Tag. Starterkabel war nichts wert, oder? Was war nichts wert? Starterkabel. Was noch das? Ammo, die Nadeln. Heck 09. Brauchst du eine abgenutzte? Nee, die ist noch meine. Den Rucksack wollte ich noch loswerden. Da bin ich durch. Die Yoga Leggings behalte ich. Mach mal. Ha ja. Machst du Yoga? PP? Na klar, jeden Morgen. Ah, dann kannst du zu mir in den Kurs kommen. Ah, cool. Yoga. Wie wird mein Rucksack nicht mehr angezeigt? Welcome, aber ich trage ihn offensichtlich. Welcome, welcome. Was, 0 für eine Spitfire-Jacke? Wieso gibst du mir für die Spitfire-Jacke 0? Oh, Wichser. Schrecklich. Auf so einen komischen Hut krieg ich Geld, oder was? Let's see what you have. Schiss. Okay. Was bringt so ein Martini, wenn ich den verkaufe? Wahrscheinlich nicht viel. Was hat denn der Alkohol an Kohle gebracht? Rein interessenhalber. 170 oder so. Boah, das lohnt sich doch nicht. I can take a look if you have something. Mal besser als nix. Hit me up, mal abgesehen davon. Ach nee, warte mal. Ich hatte noch so ein... Ach, die behalte ich immer auf. Ich habe noch so eine Schiene gefunden für die Viper. Ich hab die gar nicht. Hier übrigens, 1500 Tacken. Viel Spaß. Ja, nice. Thanks. Kann ich mir aber trotzdem kein Dings kaufen, oder? Soll ich die Schlösser noch alle raustroppen? Ja. Das wäre sehr nett, dann habe ich nämlich auch was. Soll ich dir die Schlösser gleich bauen? Scheiße, geht nicht. Nö, kann ich selber. Okay. Alter. Viel Spaß. Allmächtiger. Ich habe keinen Platz mehr. Nice. Dankeschön. Okay. Ja, holla. Gudi. Dann gehen wir wieder, oder? Jo. Dann geht's nach Hause. Wie waren wir denn jetzt? 21. Oh, 21, 41 schon. Ja, oder? Aber. Eine Folge.